Hallo, wir sind das Medienteam aus Freiburg. Unser Name ist Wir machen sichtbar. Denn es gibt so vieles, was in den verschiedenen Projekten passiert und was sichtbar gemacht werden soll. Wir, das sind Lukas, der Mann für den Filmschnitt, Fionn, der Mann fürs Filmen und Luisa, die Frau fürs Planen. Wir besuchten viele Projekte. Ein kleiner Einblick soll jetzt folgen. Einen wunderschönen, regnerischen Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Freunde, ich darf Sie alle ganz am 19. Mai 2013 war das große Comedy Battle Humor ergänzt Stereotypen in Karlsruhe. Hier ging es darum, möglichst witzige Show-Einlagen zu präsentieren, und zwar bessere als das andere Team auf der Bühne. Spielerisch mit Stereotypen umzugehen, soll diese hoffentlich auflösen. Sie sind ein Russe, wenn Sie nicht verstehen, warum das Mädchen. Paulina, die heute Abend auch auf der Bühne steht, sagt uns, was ihr an der Show gefällt. Weil es einfach auf eine witzige Weise passiert. Also es wird keine ausgelacht, sondern man lacht miteinander zusammen. Und es ist einfach so eine schöne Atmosphäre, dass man da einfach vielleicht über irgendwelche Vorteile einfach dann hinweg sieht danach, dass man das nicht so sich zu Herzen nimmt und auch irgendwelche Stereotypen aufbaut. Der Integro-Kulturkalender aus Offenburg wird ein Kalender mit Motiven mit allerlei Kulturen und Religionen. Sie fotografierten auf Kulturfesten und hatten Workshops bekommen von einem Fotografen. Ja, erstens, dass die andere Kultur einfach näher kennenlernen. Zweitens, natürlich, die können also mit Kamera umgehen, das ist auch so praktisch, also mit diesem Projekt. Und natürlich, dass sie sich also selbst engagieren. Zuerst müssen sie langsam verstehen, was sie machen. Jugend in Kontakt. In Herrenberg treffen sich zwei Gruppen immer wieder zu gemeinsamen Aktivitäten. Mitglieder des türkischen Arbeitnehmervereins und der Lebenshilfe aus Herrenberg lernen sich so gemeinsam kennen. Einfach die Möglichkeit haben, sich zu begegnen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass das so ist, dass man nicht nur die Leute von der Arbeit oder von Freundeskreis kennt, sondern auch von zum Beispiel türkischen Arbeitnehmer kennenlernt oder von Stadtjugendring. Da finde ich schon sehr gut. In Vaihing an der Enns liefen viele verschiedene Aktionen unter dem Titel Achtung Jugend. Es wurden zum Beispiel Kurzfilme gedreht, es wurde gerappt, es wurde getanzt und zum Beispiel auch an Grafiken gebastelt. Unser Ziel war mit dem Projekt, Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Schulen, in unterschiedlichem Alter, in diesen Projekten, in diesen jugendkulturellen Projekten zusammenzubringen. Deshalb waren die Projekte auch breit angelegt, so Rap, Tanz, Grafik und Film, also das sind so die in verschiedene jugendkulturelle Stile auch reingreifen. Von unten nach oben ist ein Theaterstück aus Jettingen nahe Herrenberg. Jugendliche probten dieses Stück im November und Oktober 2013 und führten es im Dezember desselben Jahres in der Moschee in Herrenberg auf. Es handelt von zwei Jugendlichen, die scheinbar in einer hoffnungslosen sozialen Situation stecken und durch einen Plattenvertrag nach oben kommen. Dass die zwei Brüder nicht aufgeben, trotz des Mobbings in der Schule von den Schülern, Mitschülern und den Lehrern. Sie geben einfach nicht auf. Sie verwirklichen, wollen ihren Traum verwirklichen, bleiben da dran. Und so wie das Schicksal ihnen da geholfen hat, werden sie zu berühmten Rapper. Die Kreativwerkstatt im Schatzkästlein in Rheinfelden arbeitet mit jungen Frauen aus den verschiedensten sozialen Lagen. Sie bastelten und machten Schmuck zusammen.
Die Arbeit half dabei, Mut und Bindungen aufzubauen. Selbstbewusstsein. Die haben doch einiges an Selbstbewusstsein gewonnen. In der Zeit, ja. Woran merkst du das? Wie sie auftreten. Also sie sind ein bisschen offener geworden, sie können ein bisschen besser auf Leute zugehen. Nicht alle, das ist immer unterschiedlich, aber einige von ihnen doch. Die Kulturhoffnung Börse für Kinder und Jugendliche will anderen Jugendlichen die kambodschanische Kultur näher bringen. Dazu fanden Workshops statt, die in einer Abschlussveranstaltung mündeten. Das waren spannende 2 Jahre. Wir sind dabei. Viele Grüße aus Freiburg von Luisa, Lukas und Fionn.